Das Verrückte ist, ich gehe jetzt mal hier auf Mini, auf leiseste Lautstärke. Man hört nichts mehr. Ja, das ist der VX 8.2 Silence von AEG. Ein kabelbetriebener Staubsauger und noch ganz klassisch mit Beutel. Da kommen wir ran, hier haben wir einen Haltegriff, sehr praktisch. Jedoch muss man sagen, dass dieser Staubsauger auch ein recht hohes Gewicht hat von etwas knapp über 7 Kilo. Ist okay, aber wenn man hier in einer Hand hält, dann muss man schon ein bisschen heben. Und wir haben dann hier hinten, können wir draufdrücken, eben dann den Filter, den HEPA-Filter, können wir abwaschen, natürlich ist abwaschbar. Und es kommen hier also auch wirklich leicht dran, haben dann hier drinnen nochmal den Staubfilter. Also kommen da auch super schnell dran und haben hier vorne dann ganz einfach hier runterklappen, hier hoch. Haben dann hier innen drin, wenn man einmal guckt, den Beutel und hier auch nochmal einen Filter, den man auch ausklopfen kann. Also super leicht kommt man hier ran. Soweit bekannt wie von vielen anderen klassischen Staubsaugern auch. Direkt muss man sagen, es ist ein sehr gut aussehender Staubsauger. Hier in Weiß, es gibt den noch in einem sehr, sehr schönen Dunkelgrün. Das ist auch die Farbe, mit der er beworben wird. Wir haben einfach eine unheimlich gute Verarbeitung. Das fällt mir auf. Also zur Konkurrenz haben wir doch nochmal einen Abstand zu anderen Marken. Wir haben sehr hochwertiges Plastik. Wir haben Gummiräder überall. Also es gibt nichts mit Plastikrädern. Das ist echt gut gemacht. Bei der Hochwertigkeit geht es auch bei der Bürste weiter. Wir haben ein sogenanntes Smart-System, das heißt, die Bürste, wenn man hier auf Smart stellt, ja, der Staubsauger erkennt automatisch die Untergründe, sodass wir reibungslos von Parkett auf Teppich kommen. Hier jetzt nicht selbst umstellen müssen, von Teppich auf Parkett, so wie man das kann, könnten wir machen manuell. Aber der macht das hier auch wirklich von selbst und passt hier so auch die, ja, Saugstufen auch automatisch an. Wir haben natürlich ein Teleskoprohr, das heißt für die kleinen Leute und eben auch für Leute wie mich jetzt mit 1,86, wie man sieht, man kommt hier ohne Probleme, kann ich jetzt hier im Stehen staubsaugen, ohne mich zu bücken. Das Highlight, womit AEG wirbt, ist die Lautstärke, die ist nämlich sehr leise. Das werden wir gleich nochmal hören, das fällt wirklich auf, nicht nur aufgrund dessen, dass hier wirklich nichts klappert, das heißt, wir können hier sehr leise quasi vom Staubsauger uns schon bewegen, ist aber auch die Betriebslautstärke wirklich, wirklich leise. Das ist auffällig. Selbst das Kabel geht leise raus. Ich mache mal den Staubsauger an. Leise. Ich mache den mal auf maximale Lautstärke. Der ist jetzt auf Max. Das ist unglaublich. Der ist so leise, das ist auch definitiv der leiseste Staubsauger und wir haben hier sehr viele Staubsauger, das ist der leiseste Staubsauger, den wir haben. Das ist wirklich beeindruckend. Ist jetzt hier auf den Oberflächen sehr leise. Der Glasoberfläche, super. Also die Lautstärke ist hier wirklich das Highlight und vor allen Dingen auch die Leichtgängigkeit des Staubsaugers im Allgemeinen. Ist das nur von dem Handling jetzt meiner Meinung nach unser bester Staubsauger hier. Von den ganzen, die ich auch ausprobiert habe und ich habe alle auch schon ausprobiert. Also der fässt sich einfach angenehm an. Das Verrückte ist, ich gehe jetzt mal hier auf Mini, auf leiseste Lautstärke. Man hört nichts mehr. Und das ist jetzt für Vorhänge, sagt er, ist das quasi empfohlen. Jetzt gehe ich eine Stufe höher. Jetzt sind wir für Sessel, jetzt leuchtet das Sessel-Symbol noch eine höher. Jetzt sind wir auf dem Teppich-Symbol und jetzt eben nochmal Lautstärke für Maximum. Absolut lächerlich, eine super Empfehlung. Jetzt mache ich mal hier vorne die Bürste auf Teppich. Jetzt saugt er sich fest und ihr kennt das, wie laut Staubsauger werden, wenn die sich festsaugen. Also ihr seht, hier ist auch Saugkraft da. Also ich komme hier gar nicht mehr voran oder ganz schwer zumindest. Das heißt, der kann sich auch wirklich festsaugen und ihr hört trotzdem die Lautstärke. Hammer. Ich finde, das ist wirklich schon sehr, sehr überzeugend. Ich gehe jetzt mal nach rechts wieder.
aufs andere Symbol. Jetzt hat er wieder die Luft. Auf Smart. Teppich. Guck mal, ich kann hier nicht mal abheben. Schaut euch das mal an. Also die Saugleistung, ach, die ist da. Man sieht auch richtig, wie der Gummischlauch sich hier zusammenzieht. Ich bin wirklich hin und weg von dem Staubsauger. Absolute Empfehlung meinerseits. Unbedingt ausprobieren, wenn ihr einen richtig, richtig guten Staubsauger sucht und vielleicht keinen Akkustaubsauger haben wollt. Und ich kann euch sagen, ein Akkustaubsauger, egal von welcher Marke, die saugen sich niemals so fest. Und man sieht auch, wie gut der hier hinterherkommt, der Staubsauger. Jetzt gehen wir, jetzt haben wir hier auf Smart, guck mal, wie leise der ist. Das ist unglaublich. Ich komme hier auch, guck mal, der saugt sich richtig fest. Ja, und auch beim Zubehör geizt AEG nicht. Wir haben hier noch 3 weitere Bürsten zum Anschließen. Einmal für eben verschiedene Oberflächen, hier auch mit einem sehr flexiblen Kopf, so dass wir dann auch auf Polstern zum Beispiel super gut uns bewegen können. Und dazu haben wir hier noch eine 3-in-1 Bürste, das heißt auch hier für ja, die harten Oberflächen wie Glas, dann hier ganz flexibel nochmal können wir hier klappen. Und dann kann man einmal die Bürste so benutzen, man kann hier auch zusammenschieben und kann sie dann andersrum so benutzen. Hier ist sie aber ein bisschen lockerer drin. Das heißt, das ist wirklich hier, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne den Herd oder die Tischplatten, dann funktioniert das sehr gut. Aber die rastet auch nicht perfekt ein. Aber ich finde, das ist in Ordnung so für die harten Oberflächen. Das heißt, selbst wenn ich wackel, kommt sie ganz, nö, dann bleibt sie auch drin. Doch, das passt soweit. Mir fiel das nur auf gerade, weil bei einem anderen Video jemand das im Kommentar schrieb, dass die gerne rausfällt. Das wollte ich jetzt eben nochmal ausprobieren. Ich finde, das ist soweit in Ordnung. Ja, also wie ihr seht, ich bin wirklich begeistert von dem Staubsauger. Die Lautstärke, man muss halt wirklich sagen, warum will man noch einen lauten Staubsauger, wenn man so ein leises Gerät haben kann. Also alle, die einen ganz normalen Staubsauger haben wollen, der aber unglaublich gut ist, gerade wenn man jetzt die Akkustaubsauger vielleicht auch nicht mehr haben möchte, ist das natürlich das langlebige Produkt. Und wenn ihr den mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das gerne bei uns machen und euch wirklich davon überzeugen, dass der so ruhig ist, weil ich finde, das kann man kaum glauben, weil der ist fast lautlos gefühlt für einen Staubsauger. Ja, gerade im Standardmodus so, der rollt hier wie auf Butter, läuft er hier durch das Parkett. Also das ist schon echt der Hammer. Probiert das gerne mal bei uns aus, bei Etrodo hier in Bocholt oder guckt einfach auf www.etrodo.de. Dort könnt ihr euch online noch ein bisschen umgucken, was wir noch für weitere Produkte haben. Dort haben wir auch viele Videos zu den Produkten als solches. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeiguckt.